kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 1 Revised Edition. So, wir sind immer noch im alten Lager und heute werden wir das alte Lager, glaube ich, mal verlassen. Wir haben einige Quests und... Oh, die Taufe ist jetzt auch eine Quest, sehe ich gerade. Da können wir uns wohl rächen in Zukunft. Naja, auf jeden Fall hat Jesse noch was zu erzählen, glaube ich. Oder auch nicht. Was willst du? Dich warnen. Bladwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Warum hast du mir die Sache mit Bladwin erzählt? Weil hier eine Hand die andere wäscht. Du siehst nicht so aus wie einer, der das nicht begreifen würde. Und weil ich dir jetzt einen Gefallen getan habe, möchte ich dir Gelegenheit geben, dich zu revanchieren. An was hattest du denn da gedacht? Ich habe kein Erz mehr und Bladwin hat schon versucht, das letzte Bröckchen aus mir rauszupressen. Jetzt, wo ich dir geholfen habe, könntest du ihm doch meine 10 Erz geben, oder? Sag ihm, sie kommen von mir. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, Mann. Du bist meine Rettung. Sag mir Bescheid, wenn die Sache gelaufen ist, ja? Ja, sind wir mal nett und geben Bladwin das Erz. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass dieser Fehler aufgetreten ist, dass wenn dich jemand anspricht, dass die Sounddatei nicht abgespielt wird, beziehungsweise die Sprachdatei. Ist jetzt nicht tragisch, aber ist mir nur aufgefallen. Immer wieder dieselbe Leier. Jesse schickt mich. Ich will seine 10 Erz für ihn zahlen. Du solltest lieber deine 10 Erz zahlen. Vergiss Jesse, er ist ein Verlierer und wird sowieso bald draufgehen. Nein, ich werde für ihn zahlen. Hier, nimm die 10 Erz und jetzt lass ihn in Ruhe. Wie du willst, Mann, wie du willst. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Werde ich. Gut, dann gehen wir mal zu Jesse und dann können wir zum Marktplatz gehen. Und uns mit dem guten Baal Pavis unterhalten. Ich habe Bladwin bezahlt. Ja? Gut. Dann sind wir ja jetzt quitt. Okay. Sollen wir ausrasten? Was? Ich habe 10 Erz ausgegeben für einen Tipp, den ich sowieso schon kannte? Sie sieht so aus. Ja, sieht so aus. Ganz schön dumm. Naja, so ist das manchmal im Leben. Okay, dann gehen wir zum guten Baal. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die drei Götter abgeschworen.
Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Ja, wir gehen später mit ihm mit zur Bruderschaft. Ich finde es immer wieder interessant, wie viel er schon preisgibt über die Bruderschaft. Wahrscheinlich hast du recht. Also man erfährt relativ früh schon sehr viele Dinge, obwohl man nie da war. Ein guter Werbesprecher, der Balparvis. Naja, wir gehen mit Mordrak los. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Ich gehe immer irgendwie lieber erst zum neuen Lager, weil dann kann man auch direkt zur alten Mine gehen. Und man kann sich ja auch da kostenlos eine Rüstung holen. Im Kessel. Also ich denke, es hat eher Vorteile, zuerst zum neuen Lager zu gehen. Ja, und der gute Mordor kann natürlich noch ein bisschen aufräumen. Kriegt man noch ein paar Erfahrungspunkte. Wäre auch eigentlich interessant, wenn im Remake das so wäre, dass man bei diesen Quests, wo man eh mit jemandem unterwegs ist, dass die unterwegs einfach so ein bisschen sprechen, ne? Ein bisschen was erzählen. Mordrak könnte ja zum Beispiel erzählen, wie oft er hin und her läuft zwischen den Lagern, was er für Belohnungen kriegt oder so, ne? Ein bisschen dafür werben, dass man ja auch Bandit sein kann. Irgendwie sowas in der Richtung würde mir gefallen. Krass, wenn ich kritte, mache ich die schon One-Hit. Nicht übel. Ich glaube, die 20% Crit-Chance, die geht noch hoch auf 30, wenn man das meistert, ne? Aber, ja, meistern werde ich jetzt sowieso erstmal nicht. Ich finde es cool, dass man die Pfeile wieder einsammeln kann. Man kann bestimmt nicht jeden Pfeil einsammeln, aber vielleicht gibt es ja eine geringe Chance, dass Pfeile heile bleiben. Schon echt schön aus hier. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, aber kann man nicht oft genug sagen. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Du bist fällig, Mistvieh! Sehr gut. Der Mordrak hat uns die Erfahrung geholt. Problem ist, wenn ich jetzt so weit weggehe, dann haut er ab, ne? Ich würde eigentlich gerne die Höhle plündern. Ja, vielleicht wartet er auch da. Wenn nicht, dann ist er ja vom neuen Lager. Hier finden wir ja direkt ein paar gute Sachen. Oder hat das jetzt Cavalon gesehen? Er hat da nicht gut. Gut, gut, gut. Die
Viecher, die unterwegs sind, die sollte ich auch selbst mit meiner Streitaxt hier verprügeln können. Noch ist er da. Auch direkt einen Kurzbogen. Schattenläuferfälle sind auch viel wert. Kann man alles verticken. Ich muss Schlösser knacken lernen, sonst kann ich das gar nicht. Ja, da muss ich wohl doch Schlösser knacken mir angucken. Aber ist ja nicht schlimm. Also wenn ich jetzt nochmal Level up bin, dann kann ich das ja lernen. Ich denke für die Anfangsgebiete hier und so, da sollte die alte Streitaxt mehr als ausreichend sein. Ist auch keine schlechte Designentscheidung, dass man erstmal Schlösser knacken lernen muss. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Und warum sagst du das so leise? Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Okay, Bogen kostet nur 20 Lernpunkte. Schleichen 15. Könnten wir auch lernen. Ich überlege gerade, ob ich das machen soll. Schleichen finde ich nicht so wichtig. Bin bereit, Mordorak. Weiter geht's. Hatte ich nicht gebratenes Fleisch? Doch. Das schmeckt. So, den Wolf. Andere kam nicht. Aber ich versuche mich mal trotzdem an dem. Oh, du mieser Hund. Ich will die Erfahrung haben. Naja, dann lasse ich den Wolf. Andererseits, ich könnte mich auch so hinstellen. Ja, weißt du was, egal. Scheiß drauf. Dann akzeptiere ich meine klägliche Niederlage. Er schüttelt sich erstmal den Wein ins Ohr. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Das kostet alles 5, ist auch teuer. Andererseits, wenn man 30 bekommt pro Stufenaufstieg, auch irgendwie nicht. Wir haben aber nicht so viel Erz. Darf ich hier dran? Beim nächsten Mal bringt er mich um, ja. Dann lieber nicht. Tja, dann sollte ich doch Schlösser knacken lernen. Dann können wir das ja auch bei Wedge machen. Im neuen Lager.
Ups. Ja, wieso hat er jetzt ganz den noch anvisiert? Merkwürdig. Ja, diese Truhe werde ich dann auch nicht knacken können. Ich glaube, ich werde auch erst zur alten Mine gehen. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Aber bevor wir jetzt zur alten Mine gehen, hören wir uns erstmal den besten Dialog überhaupt an. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Hi, ich bin neu hier. Und? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Hat er recht. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Ich finde das nur so geil, dass er sagt, ist ihm einfach zu viel Stress. Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Hey Mann, verarsch mich nicht, ja? Mit sowas komme ich nicht klar. Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz. Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Lee versucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris. Aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Was läuft denn so? Du bist wohl noch nicht lange hier, was? Die Magier bereiten sich schon seit Jahren auf die Sprengung des Erzhaufens vor. Es heißt, der große Tag ist nicht mehr weit entfernt. Zumindest sollte man das annehmen, wenn man sich den Riesenhaufen ansieht, den die Schürfer bis jetzt zusammengekratzt haben. Wieso haben eigentlich die NPCs die merkwürdige Gewohnheit, sich zwischen den Helden und seinem Dialogpartner zu stellen, sobald er einen Dialog eröffnet? Weil er stand doch eben da hinten. Auf einmal geht er hier hin. Was kannst du mir über dieses Lager sagen? Es ist eine Art Zweckgemeinschaft, die wir hier haben. Jeder macht im Grunde, was er will. Aber wir sind so viele, dass Gomez uns nicht einfach ausrotten kann. Obwohl er das sicher am liebsten tun würde. Was habt ihr mit Gomez zu schaffen? Wir stehlen ihm sein Zeug. Wer ist euer Anführer? Laris ist das Oberhaupt der Bande. Die meisten akzeptieren ihn. Aber er sagt uns nicht, was wir machen sollen. Was muss ich tun, wenn ich mich dem Lager anschließen will? Du kannst dich unserer Bande anschließen. Aber dazu musst du beweisen, dass du gegen Gomez bist. Und wie soll ich das machen? Wenn ich du wäre,
würde ich Laris irgendwas Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine bringen. Das ist ein gutes Stichwort. Alte Mine, da gehen wir jetzt hin. Immer wieder geil, wenn man hier nicht an Land gehen kann. Und der Held dann so weggedrückt wird. Sieht immer so verrückt aus. Es gibt jetzt auch öfter mal junge Mowrat. Dann war das wohl das Kind von den beiden. Und wir haben einfach alle fertig gemacht. Ich denke, solche Sachen wird man dann natürlich im Remake auch nicht mehr erleben, dass du einfach eine Höhle vorfindest, wo nichts ist außer ein Trank oder so. Dass die Welt dann schon irgendwie sinnvoller befüllt ist. Ich denke, da können wir dann drauf hoffen. Ich bin auch gespannt, ob da jetzt irgendwie mehr los ist da oben, ob da noch ein paar Wachen stehen oder so. Ah ja. Der Mann, der sich hier mit neuen Inhalten wohl zurückgehalten hat. Aber wir werden sehen. Weil hier gerade wegen der Wichtigkeit dieser Mine sollten hier auf jeden Fall ein paar Leute stehen, ne? Das neue Lager ist nicht weit und die könnten ja hier einiges stehlen, Schaden anrichten, die Banditen. Von daher sollte hier eigentlich ein bisschen mehr los sein. Und hier ist halt nichts, ne? Und da es die Befestigung hier schon gibt, gehe ich eigentlich davon aus, dass hier mehr sein sollte. Naja, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Können wir schon mal mitnehmen, die Spitzhacke. Guten Tag, Drake. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Wir sehen uns. Und das, obwohl er nur ein Schatten ist, ne? Das Thema hatten wir ja schon in Folge 1. Wie sieht's aus? Tja, also mein Rücken schmerzt, meine Arme fallen mir ab, meine Kehle ist trocken und ich bin müde. Und das ständige Geräusch der Spitzhacken. Ich werde noch wahnsinnig. Was weißt du über Minecrawler? Die beste Art, mit den Crawlern fertig zu werden? Lauf,
Lauf so schnell deine Beine dich tragen. Wenn du vermisst wirst, ist es eh zu spät. Aber dich wird sowieso keiner vermissen. Das ist wohl wahr. Wer hat dir was zu sagen? Iron ist der Chef der Mine. Asgarn befehligt die Gardisten. Iron, der gute Iron. Erzähl mir was von der Mine. Wir müssen alle arbeiten, wochenlang ohne Tageslicht. Es gibt kein Entkommen. Die einzige Freiheit ist der Tod. Ich sehe schon, hochmotiviert bei der Arbeit hier. Naja, wer kann es ihm verübeln? Also die Butler haben wirklich das schlimmste Schicksal. Unter Tage zu sein, für Wochen, stelle ich mir nicht schön vor. Und nicht gesund. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Ja, ja. Erzähl mir von der Mine. Die Buddler schürfen das Erz und wir beschützen sie vor den Crawlern. Wer hat dir das Sagen? Ian und Asgarn. Wende dich an sie, wenn du was willst. Weißt du was über die Crawler? Die ganze Brut sollte man ausrotten. Wie steht's? Mann, geh mir nicht auf den Sack! Es steht wohl nicht gut. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Okay, rostige Schwerter vielleicht? Ein paar Spitzhacken vielleicht? Den Ring behalte ich lieber mal. Becher können weg. Sachen sind schon wenig wert. Hammer. Aber noch. Das kann auch weg. Krallen. Krallen sind verdammt viel wert hier. Das ist schon nicht schlecht. Gib mir mal dein Erz. Wolfsfell ist sogar 100. Dann machen wir mal einen Deal. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. 5 Lernpunkte. Also eigentlich kann man das ja bei dem anderen Templar kostenlos lernen, aber vielleicht ist es hier auch angepasst. Deswegen lerne ich es erstmal nicht. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Aber der redet ja dann auch noch über einen anderen Charakter, und zwar über den Drei-Finger-Korgur. Und das ist nur der eine Templer, der den mal erwähnt, diesen Crawler-Jäger. Und ja, ist ein cooler, interessanter Charakter eigentlich, ne? So ein Crawler-Jäger. Mal gucken, ob im Remake ein bisschen was mit diesem Drei-Finger-Korgur gemacht wird und ob, naja, ob noch mehr Leute generell über ihn dann sprechen, ob man den vielleicht sogar irgendwie Notizen von ihm finden kann. Weil er scheint ja dann tot zu sein, ne?
Was läuft in der Mine? Die Butler schürfen das Erz. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt's was aufs Maul. Hm? Wer hat dir das sagen? Asghan ist unser Chef. Ian kümmert sich um die ganze Organisation. Erz und Butler. Erzähl mir was von den Crawlern. Die Drecksviecher machen uns das Leben schwer. Ich weiß nicht, wer mehr Arbeit macht, die Viecher oder die Butler. Wie sieht's aus? Ja, was glaubst du? Lass mich mal vorbei. Der gute Bruder von Fletcher. So, die Pilze nehmen wir alle mit. Zack, erstmal die Beine brechen. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Was machst du hier? Ich passe auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Eigentlich müsste ja Aaron auch merken, dass wir von da oben kamen und wir noch gar nicht bei Ian gewesen sein könnten, aber naja. Es ist, wie es ist, ne? Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Ich meine, ich könnte doch vielleicht das mit den Krallen, Crawler-Zangen ziehen lernen jetzt, wo wir so viele Lernpunkte haben. Und vielleicht auch die anderen Jagdtalente. Wenn ich an genug Erz komme. Noch haben wir echt nicht viel Erz. Aber wir kriegen ja noch einiges zusammen hier. So, zum guten Ulbert können wir auch noch gehen. Zack. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. So, dann gehen wir mal zurück zu Aleph. Ich muss sagen, ich mag diese Farbgebung. Ich habe mich mittlerweile sehr daran gewöhnt. Es ist teilweise etwas überbelichtet. Aber ich finde, das sieht deshalb auch so, naja, so Fantasy-mäßig aus. Und deswegen mag ich das irgendwie. Ist mal ein anderer Look für Gothic. Weil ich habe ja sonst immer ohne diese HDR-Einstellung gespielt und... Also mir gefällt's. Ist mal was anderes. Ich glaube, für die YouTube-Videos ist das auch ganz gut, dass man selbst bei diesen dunkleren Orten dann mehr erkennt.
Brandick hat gar nichts zu erzählen. Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erze als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Herr Sigi. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. 50 Erz sind mehr als genug für dich. Überaus großzügig. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch diesen Ring. Mir hat er immer Glück gebracht. Ja, der bringt jetzt auch nur noch plus 3. Ist natürlich ein bisschen schlechter jetzt, ne? Naja. Lass mich. Komisch, dass man alle vier anschwärzen kann überhaupt, ne? Weil man hat ja so gesehen gar keine Vorteile dadurch. Aber es soll vielleicht dem Spiel auch einfach nur eine Lektion erteilen. Dass es nicht immer eine gute Idee ist. Das Richtige machen zu wollen, sich für die Gemeinschaft einsetzen zu wollen, für die Gemeinschaft der Buddler. Weil die anderen Buddler, die müssten schon, also ich glaube, die mögen Aleph nicht so gerne, wenn sie da ganz Tag arbeiten und er sitzt in der Ecke rum. Aber vielleicht besticht er ja auch Brandick. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. So, dann hüpfen wir mal hier rüber. Hier runter. Das nehmen wir auch mit. Hier ist doch ein bisschen Erz. Schön, schön, schön. Du noch was Neues? Wie sieht's aus? Ich muss arbeiten. Wenn die Gardisten sehen, dass ich rede, kürzen sie meine Rationen. Was weißt du über Minecrawler? Wir haben den großen Schacht ganz unten zugemacht. Da gibt's zu viele Minecrawler. Hier gibt's überall Minecrawler. Kannst du sie hören? Ich kann sie hören. Ich kann sie nicht hören. Wer hat dir was zu sagen? Viper ist der Schmelzer. Er kennt sich mit dem Ofen aus. Er hat einen Körper aus Stahl. Ihm macht die Hitze nichts aus. Den ganzen Tag schmilzt er das Erz ein. Erzähl mir was von der Mine. Es gibt einen ganzen Haufen Höhlen, in denen auch noch Erz zu holen ist. Aber die Crawler machen die Arbeit darin unmöglich. Zu viele Angriffe, zu viele Verluste. Mhm. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Ja, ich hoffe ja sehr, dass man im Remake auch in die alte, beziehungsweise in die verlassene Mine kann. Grundlegendes Level gab es ja schon immer dafür. Das ist ja fertig, das haben ja auch viele Mods dann immer wieder benutzt.
Deswegen hoffe ich, dass im Remake die verlassene Mine auch irgendeine Bedeutung kriegt. Dass man vielleicht auch da mehr über Grimes und andere Buddler erfährt, die dort gearbeitet haben. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Wir werden sehen. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Also Aaron ist echt nicht der Hellste. Und da kommt er noch hoch, findet seine Truhe leer vor. Eigentlich müsste er einen danach verprügeln. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Ja, ja. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Naja, auch das, mich vorbei. Auch das müsste man anpassen, weil hier ist ja ein gebratener Scavenger, ne? Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst, wenn du Erz hast. Jupp! So, und das nehmen wir mal. Was können wir denn mal Schönes verkaufen? Wie viel sind die denn wert? Ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel. Ja, eigentlich würde ich die Zauber ungern verkaufen. Was haben wir denn noch so? Waffen? Oh, die Waffen könnten wir eigentlich wegmachen. Schmiedehammer behalte ich mal. Die sind ja gar nichts wert, die Knüppel. Was haben wir noch so? Bolzen? Die Bolzen sind auch nichts wert dann, ne? Okay, Spitzhacke wollte ich behalten. Irgendein Kraut oder so. Fleischschwanzen-Ragout. Das ist auch zu wenig wert. Fackeln werden auch nichts wert sein. Heilkräuter. Auch nicht so viel wert. Limpilze. Damit bin ich eigentlich nicht zufrieden. Ach, weißt du was, dann verkaufen wir doch. Ein Feuerpfeil, der ist eh nicht so krass. Und... Ja, wo sind jetzt die anderen Pilze hin? Ja. Machen wir so. Nicht der beste Deal, aber es ist ein Deal. Stehst du hier hinter der Säule, hä? Was läuft in der Mine? Die Mine ist das Herz des alten Lagers. Ohne Mine kein Erz. Ohne Erz keine Waren. Alles klar? Alles klar. Wer hat dir das Sagen? Askan ist unser Chef, aber lass ihn bloß in Ruhe. Für Typen wie dich ist Ian zuständig. Erzähl mir was über die Crawler. Die Bruderschaft bezahlt das alte Lager mit Sumpfkraut, damit sie hier in der Mine die Crawler jagen dürfen. Wie läuft's? Hab schon lange keinen Kampf mehr gehabt. Lass mich vorbei. Dann geh doch mal runter. Lass mich vorbei. Chill doch mal. Dann geh doch mal runter und kämpf gegen ein paar Minecrawler. Bist du Ian, der Chef der Mine?
Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich seh mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Okay. Ich finde das immer so cool, dass hier schon auf Nordmauch eingegangen wird und auf die richtige Schmelztechnik und so. Ich frage mich auch bei der Entstehung von Gothic 1, wie weit das Worldbuilding da schon fortgeschritten war. Ob man da schon wusste, ungefähr, welche Clans es geben sollte und welche Orte. Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Und bei dir so? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Möge der Schläfer dich schützen. Dich auch, dich auch. Jo, da könnten wir eigentlich nochmal kurz runtergehen. Auch wenn ich hier nicht gegen Crawler oder so kämpfen will, aber mal mit Askan Quatsch, mit Viper. Kann man ja mal machen, ne? Oh, wir sind da irgendwie eingefroren. Alles gut bei euch? Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Gute Tipps. Der Schläfer erwache. Lass mich vorbei. Was liegt an? Hör mal, musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Oh, so ziemlich. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Schade, dass man mit dem Ork nicht irgendwie sprechen kann. Ich finde das auch cool, wenn er zum Beispiel irgendwann Feierabend hat und dass man auch mit dem ein bisschen reden kann. Wie mit Tarok. Dass es auch eine Option wäre, ihm zur Flucht zu verhelfen oder wie auch immer. Ne? Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein.
Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Kannst du mir Erz geben? Ja, der hat viel Erz. Ich könnte hier meine Fell noch verkaufen. Dann können wir ja bei Gelegenheit nochmal wiederkommen und den Rest, den wir dann bis dahin gesammelt haben, auch noch verkaufen. Aber die meisten Sachen sind jetzt nicht so viel wert. 15% des eigentlichen Kaufpreises. Hier ist ja auch noch ein Ork. Was ist mit dem Ork da? Unser Gefangener. Sein Glück, dass das Zahnrad des Stampfers gebrochen ist. So kann dieser Hundesohn ausruhen. Wenn der Stampfer repariert ist, wird er wieder arbeiten. Schließlich ist er nicht zum Faulenzen hier. Das Coole ist ja, wenn man nachher den Stampfer repariert und das Zahnrad ihn abgibt, dann arbeitet er ja wirklich. Ja, ist auch so ein schönes Detail. So, dann gehen wir noch einmal zu Askan. Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler. Große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Ach ja. Ja gut, dann sind wir soweit eigentlich durch in der alten Mine. Ich glaube auch, dass wir mal jede Art von Gardisten und Buddler angesprochen haben. Also von den normalen NPCs. Deswegen hätten wir jetzt auch nichts Neues zu erzählen. Und dann können wir uns ja schon wieder auf dem Weg zum neuen Lager machen. Da dann in der nächsten Folge weitermachen. Wir haben ja schon die Liste. Es gibt dann auch wieder schön viel Erfahrung. Ich könnte ja jetzt noch einmal mir da oben den Dialog mit dem Drei-Finger-Korgur anhören. Interessiert mich gerade selber, was genau da gesagt wird. Auch wenn das ein bisschen Verschwendung ist an Lernpunkten und ist, naja, wir spielen auf schwer. Also eigentlich sollte ich besser haushalten mit meinen Lernpunkten, aber was soll's. Das wird schon. Ist ja nicht so, dass man am Ende des Spiels nicht überhäuft wird mit Erfahrungspunkten und somit auch Lernpunkten. So. Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch Drei-Finger-Korgur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Möge er das tun. Ja,
Ja, aber ich glaube, ich werde dann auch zu Eilern laufen und da die Tiertrophäen noch lernen. Das scheint ja dann schon lukrativ zu sein. Selbst mit den 15% Verkaufspreis. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, früher wäre das ganz anders gelaufen. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Hi, wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Was geht bei dir? Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Ja, dann könntest du es mir doch erklären. Ich würde gern mal in den Tempel des Schläfers gehen. Undenkbar! Ein Ungläubiger im Tempel! Bevor du dich nicht in den Dienst des Schläfers gestellt hast, wird dir der Zutritt zum Tempel verwehrt bleiben. Okay. Wer hat hier das Sagen? Unsere Gurus sind die Auserwählten des Schläfers. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Ich will ein Templer werden, so wie du. Hast du eine Ahnung, wie viele Entbehrungen ich auf mich nehmen musste, um den Auserwählten des Schläfers als Tempelwächter dienen zu dürfen? Nein. Glaub bloß nicht, du kannst hier einfach reinspazieren und bekommst so mir nichts, dir nichts, die höchsten Auszeichnungen. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, solltest du dich mit der Lehre des Schläfers vertraut machen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und es wird dir auch sicher die Flausen aus dem Kopf treiben. Er hat schön abgehoben, der Templer. Naja, aber wenn man sonst nichts hat, dann muss man sich ja auf seinen Rang auch ziemlich was einbilden, ne? Ich meine, es ist ja auch hier in dieser Gesellschaft schon. Es ist ja auch schon eine krasse Auszeichnung, ne? Wenn du Templer bist, dann haben die meisten ja Respekt vor dir. Außer vielleicht jetzt Söldner oder Gardisten, aber alle anderen schon. Und selbst einige von denen auch. Ich meine nur, Gardisten und Söldner sind ja ungefähr gleichwertig, ne? Genauso wie die Templer. Um Rang. So, dann können wir uns noch mit der dicken Herde da anlegen, mit den Scavengern. Das läuft. Schön, schön. Oh, man kann ja von hier aus die... Ah ne, das ist Xalas Turm. Ich dachte gerade, das wäre die Bergfestung, aber das ist Xalas Turm. Ja, aus so bestimmten Blickwinkeln die Kolonie zu betrachten, ist immer wieder interessant. Dass man von hier aus Xalas Turm sehen kann, war mir gar nicht bewusst. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.